Ein herzliches Willkommen zu einem Video von Heyday. In diesem Video habe ich für euch alle Änderungen von dem Farm Pass Season jetzt 13 zu dem vorherigen Season 12. Falls ihr das gestrige Video verpasst habt, wie wir die Belohnungen abgeholt haben, ist jetzt in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinziehen, Level Up und halt alle Belohnungen eingesammelt. Ja, wir gehen jetzt einmal alles am Farm Pass lang durch und dann mache ich nochmal eine kleine Zusammenfassung, was alles anders ist, was neu ist, was vielleicht scheiße ist oder auch besser ist. Deswegen gehen wir jetzt durch. Okay, die erste Änderung finden wir an Punkt 20. Da waren vorher oben und unten jeweils 5 Herzzäune. Jetzt kriegt man da 23.000 Münzen, die auch oben drauf kommen. Das heißt, die wurden nicht irgendwo weggenommen, sondern die kriegt man jetzt mehr zum vorherigen Farmpass und halt oben eine andere Deko als die 5 Herzzäune. Okay, die nächste Änderung ist bei 45. Da war vorher unten zweimal Plätze mehr Bäckerei, Molkerei, Eismaschine. Das befindet sich jetzt an Platz 350. Also, da wurde mit drei Symbolen oder mit drei Perks quasi ein bisschen getauscht. Und bei 60, das ist auch eine generelle Änderung, dass die Kükengutscheine jetzt weiter vorne sind. Hier war vorher oben ein Puzzleteil. Das ist jetzt an 275. Die nächste Änderung ist bei 140. Das ist hier. Da war vorher oben Stadthilfe. Die haben wir aber gerade gesehen bei 45 unten. Also die ist jetzt einfach nach oben gerutscht. Genau. So, die nächste Änderung ist halt bei 225 einfach eine andere Mütze. Das ist klar, jetzt ja in jedem Farmpass, das ist ja auch so ein bisschen dieses Ding. Diese exklusive Deko, die es nur im Farmpass gibt, diese Mützen. Deswegen ist die ja auch anders. Okay, hier ist jetzt die nächste Änderung bei 275. Da waren vorher die zwei Kükengutscheine, die haben wir ja gerade schon bei der 60 gesehen. Schon eine echt krasse Änderung, dass das so weit verschoben wurde wohl. Schon ein bisschen komisch. So, hier bei 350, da war vorher nochmal erbitten. Das ist jetzt bei 140 oben. Das haben wir auch gerade schon gesehen. Und ansonsten gibt es nur noch andere Dekorationen, die ich auch sehr cool finde, muss ich sagen. Also die finden wir jetzt ja hier hinten. Einmal diesen Sitz, diesen prunkvollen Sitz. Wir haben ja die ganze Deko schon bei Greg gesehen. Finde ich echt mega gut gelungen, die Dekoration diesmal. Das Küken. Ja gut, den Schuh, den gab es schon mal bei vorherigen Weihnachtsevents. Und ja, das Küken mit diesen Süßigkeiten finde ich ganz nice. Ja. Aber das Highlight der Dekoration kommt natürlich noch. Okay, das ist mit den Farmpass-Änderungen. Jetzt habe ich nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch. Also, was alles geändert wurde, sind halt, was ich eben schon gesagt habe, einmal 23.000 Münzen mehr als im vorherigen Farmpass, nimmt man mit. Die XP sind gleich geblieben, also gleichbleibend wenig im Vergleich zu Farmpass Season 11, was ja der vorletzte war. Da kam ja diese große Änderung mit, oh, wir machen wenig XP, dafür mehr Münzen. Aber im Vergleich zum vorherigen ist es dann doch noch gleich geblieben. Gleich viel, aber neue Deko. Das haben wir ja hier gesehen. Vor allem hier die hinteren sind ja mal die neuen Deko-Gegenstände. Und halt noch eine allgemeine Änderung, dass halt einmal diese drei Symbole getauscht wurden und die Kükengutscheine nach vorne geholt wurden, die Puzzleteile nach hinten, aber die Anzahl derer gleich geblieben ist. Das heißt, es gibt immer noch drei Kükengutscheine und es dauert immer noch ewig, bis man, bis man den V freischaltet, was ich ein bisschen schade finde, aber was will man machen? Man muss halt sich da ein bisschen durchstruggeln. Ja. Das sind die Änderungen vom Farmpass Season 13. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao!